Gehen wir? Soll das eine Frage sein? Ich habe schon so ziemlich überall getrieben. Aber dass ich mal auf einem Seziertisch lande, solange mein Herz noch schlägt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und was wird es kosten? Wer so ein hübsches Gesicht hat wie du, kriegt es erstmal umsonst. Heute muss wohl mein Glückstag sein. Komm jetzt. Nichts lieber als das. Es war zwar das erste, aber beileibe nicht das letzte Mal, dass ich Jane aus der Wirtschaft mitnahm. Dank des hübschen Gehalts, das Professor Knox mir bezahlte, konnte ich es mir leisten, beinahe jeden Abend auszugehen. Meine nächtlichen Ausschweifungen waren ein willkommener Ausgleich zu meiner Arbeit, die mich tagsüber zwar sehr befriedigte und mir auch rasch allgemeine Anerkennung bescherte, die aber des Nachts ihre mehr als schockierenden Seiten offenbarte. Jedes Pochen an der versteckten Seitentür des Instituts, mit dem sich eine neue Lieferung eines kalten, toten Körpers ankündigte, erinnerte mich daran, dass ich mich für meine Karriere verkauft hatte und nun illegale Machenschaften nicht nur decken musste, sondern durch mein Tun sogar noch unterstützte. Sie machen ausgesprochen gute Fortschritte, Vetter. Weiter so, mein Lieber. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen und dem, was Sie tun. Gut gemacht, Fettes. Eines Tages wirst du sicher einmal mein Nachfolger werden. Nicht viele hätten es so lange wie ich geschafft, ihre Bedenken und das immer lauter klopfende Gewissen so im Zaume zu halten. Verdammt, wurde auch Zeit. Entschuldigung, ich... Los, komm schon. Ich will hier schließlich keine Wurzeln schlagen. Packe fertigst mit an. Euer neuer Freund liegt hinten auf dem Wagen unter der Plane. Ja. Oh Gott, wie das regnet. Was soll ich denn sagen? Hier, nun los, pack an. Ja. Bringen wir es hinter uns. Man kann mich mit Recht kalt und selbstsüchtig nennen. Da ich mein Streben nach Anerkennung, gesicherten Lebensumständen und Ruhm über alles andere und vor allem über jede berechtigte moralische Entrüstung stellte. Oh Gott, ist der Kerl schwer. Hat auch immer vom Feinsten zu futtern gehabt. Das ist keiner von uns. Der ist was Besseres. Vielmehr war er es. Jetzt ist er nur ein Stück nacktes, stinkendes, totes Fleisch. Männliche Leiche, circa 50 Jahre alt. Muss ich gleich notieren. Es ist doch immer wieder beruhigend zu sehen, dass dieser Tisch uns letztlich doch alle wieder gleich erscheinen lässt. Wenn die Klamotten erst einmal runtergerissen sind, der Schmuck abgenommen ist und die Goldzähne weg sind, dann ist doch einer wie der andere Abfall. Ohne Nutzen. Ah, das würde ich so nicht sagen. Für die medizinische Forschung ist das Material, das du uns lieferst, sogar von ungeheurem Wert. Dass du dich dabei bereits um die Kleidung, den Schmuck und das Zahngold gekümmert hast, spielt für uns keine Rolle. Für dich ist es aber sicher eine hübsche Nebeneinnahmequelle. Nebeneinnahmequelle? Der war gut. Hast schnell gelernt. Aber fast noch besser, wird schönes, langes Haar bezahlt. Leider sind Damen aber eher eine seltene Fracht. Lass gut sein, Skinner, ja? Ich will davon nichts hören. Was ist jetzt schon dabei? Dass die Perückenmacher jeden Preis für schönes Haar bezahlen. Ihr Ansinnen ist mindestens ebenso löblich wie eures. Sie wollen nur helfen. Ja? Klar. So manche Oberschicht-Lady würde alles bezahlen, um mit einer natürlich aussehenden Perücke ihren kahlen Schädel vor der Welt zu verbergen. Da muss man doch einfach helfen, oder? Könntest du
bitte etwas leiser sein? Verzeihung. Man stumpft so ab mit der Zeit. Hier, 20 Pfund, wie immer. Die Firma dankt. Und jetzt verschwinde.